Jawohl, Majestät. Ich glaube hier, Meister. Nein, ich glaube da. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Ich fürchte auch, Majestät, wir müssen umkehren. Nein, ich bin nicht gerne Nachtzüge. Machen wir ein bisschen Rast. Gern, Meister. Bitte, Majestät. Danke. Sie werden sich wundern, wo wir geblieben sind. Sie werden sich freuen, dass wir die Spur verloren haben. Wir waren sonst immer die Ersten. Graf Andrasch, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich in Ungarn bin. Das ist schön, Majestät. Hier fühle ich mich endlich wieder mal so frei wie in Possenhofen. In Österreich wäre es doch zum Beispiel unmöglich für mich, so unbewacht durch einen Wald zu reiten. Da würden mindestens schon 20 Geheimpolizisten hinter Bäumen und Sträuchern stehen und aufpassen, damit mir nichts geschieht. Hier stehen, Majestät, unter meinem persönlichen Schutz. Ja, aber es ist nicht allein das Gefühl der Freiheit, was mir den Aufenthalt in Ungarn so schön macht. Hier habe ich vor allem mein Kind ganz für mich. Die Kleine spricht schon ein paar Worte Ungarisch. Ich habe es gehört. Gehen wir ein bisschen spazieren. Wie war der Erste? Ich, ein Hüschi. Mein Pferd ist großartig gesprungen. Aber gut getaut dafür. Hat Graf Elmer Batjani sein Nichterscheinen bei der Jagd entschuldigt? Jawohl, Majestät. Und womit? Mit einer höflichen Ausrede. Den wahren Grund kennen ja, Majestät. Nein, ich kenne ihn nicht. Der Vater des Grafen Batjani wurde von seiner Majestät nach dem Niederschlagen der Revolution mit 13 Generälen zum Tode verurteilt. Deswegen ließ Gräfin Batjani ihren Sohn schwören, nie mit dem Kaiser zu reden und ihm jede Ehrenbezeigung zu verweigern. Schwur er auch seiner Königin aus dem Weg zu gehen? Gewiss nicht, Majestät. Aber er ist eben ein Starkkopf, ein Abtrünniger. Außerdem verkörpert er eine sehr große Macht. Er ist das Oberhaupt der stärksten Widerstandspartei im Lande. Eben deshalb möchte ich mit ihm sprechen. Es muss doch einen Weg geben zu einer Verständigung. Aber Majestät, sehen ja, dass er selbst die Einladung seiner Königin missachtet. Dann laden Sie ihn auf Ihr Schloss, Graf Andrasch. Ich werde mich auf neutralem Boden mit ihm treffen. Majestät würde mir die Gnade erweisen und als mein Gast mein Schloss besuchen. Ich freue mich darauf, aber bitte ganz zwanglos. Steife Festlichkeiten habe ich in Österreich genug. Man hat mir gesagt, dass die Ungarn Feste feiern können wie keine andere Nation. Ja, aber wenn Ungarn Feste feiern, so artet das meist in einem sogenannten Mulatschak aus. Wie heißt das? Mulatschak. Aber das ist nichts für eure Majestät. Sehr sogar. Aber ich fürchte, sie könnte mir etwas Unangenehmes sagen und damit meine ganze Hoffnung zerstören. Dann soll sie mir weiß sagen. Was liest du aus meiner Hand? Du wirst noch 2 Kinder bekommen, gnädige Frau. Mädchen? Er ist ein Knabe,
Und dann ein Mädchen. Und du wirst immer gesund und glücklich sein. Geben Sie ein Goldstück für diese schöne Nachricht. Ich habe kein Geld bei mir. Und schenken Sie auch den Kindern etwas für mich. Grüße, Nell. Martin, gerne, gerne. Pugliato, schenke ich dir Küsse. Pugliato. Arme Frau, möchte ich nicht mit ihr tauschen. Glauben Sie an Prophezeiungen von Zigeunern? Ich wäre kein Ungar, wenn ich nicht daran glauben würde, Meister. Zigeuner haben einen sechsten Sinn. Die wissen manchmal mehr als wir. Ja, das habe ich auch schon gehört. Da ruft deine Frau um Hilfe. Viele Kürbisse sind hier nicht so wichtig zu nehmen. Was ist denn los? Gar nicht. Ja, aber da muss man doch etwas tun. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Warum schlägst du denn die Frau? Schweig! Gottes Willen, Meister! Was hast du gemacht? Ich bin der Rassist! Die Königin! Majestät, ich bin untröstlich. Majestät. Keine Angst, ich gehe nicht mehr zurück. Eben, lassen wir den Zigeuner in ihren häuslichen Frieden. Wenn sie ihren Mann so liebt, dass sie nach dieser Prügelei noch in Schutz nimmt, dann soll er sie ruhig weiter prügeln. Aber Majestät, sind die Moral noch ganz erhitzt. Ich fürchte, Majestät werden sich erkälten. Ja, hoffentlich nicht. Es ist mir ein Glück, dass mich der Kaiser in diesem Aufzug nicht sieht. Sie sind so ernst, Mama. Haben Sie Sorgen? Ja, danke. Ich bin sehr unglücklich. Denn anscheinend bin ich von der Vorsehung dazu bestimmt, immer nur die böse Schwiegermutter zu spielen. Und den Menschen, die ich am liebsten habe, nur Unangenehmes sagen zu müssen. Was gibt es denn schon wieder, Mama? Siehst du, du fragst auch, was gibt's denn schon wieder? Und es stimmt. Ich habe dir schon wieder etwas Unangenehmes zu sagen. Ich finde es nicht richtig, dass die Kaiserin von Österreich wochenlang allein in Ungarn sitzt und sich weder um ihren Mann noch um ihr Land kümmert. Ach, Mama, sie ist doch auch Königin von Ungarn. Findest du es auch richtig, dass sie einen Kreis von Revolutionären um sich versammelt und sogar versucht, mit diesem Grafen Elemer Batjani Freundschaft zu schließen? Einem Mann, der dich öffentlich brüskiert? Mama, ich fände es niederträchtig, wenn Graf Batjani einen Schwur, den er seiner Mutter gegeben hat, nur aus Unterwürfigkeit brechen würde. Du findest eben für alles, was Elisabeth tut, eine Entschuldigung. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als dir zu sagen, was ich dir gerne verschwiegen hätte. Mir sind Briefe ganz einwandfreier Personen zugekommen, die einmütig berichten, dass dieser Graf Andraschi in Elisabeth verliebt ist. Aber Mama... Die beiden reiten stundenlang miteinander spazieren, ohne Begleitung. Er darf unangemeldet im Schloss erscheinen. Und er schickt Elisabeth täglich Blumen. Wie dies eigentlich nur Kavaliere bei ihren Liaisons vom Theater zu tun pflegen. Mama, ich bitte Sie, derartige Vergleiche zu unterlassen. Ich liebe Sissi. Und sie hat mein vollstes Vertrauen. Gewiss, sie ist sehr schön und alle Menschen werden von ihrem Liebreiz fasziniert. Natürlich vor allem die Männer, aber sie ist doch keine Katharina von Russland. Sie ist das reinste und charaktervollste Geschöpf, das ich kenne. Ich bitte Sie auch, Mama, in Zukunft die Kaiserin nicht mit Spionen zu umgeben. Du willst sie also nicht nach Wien zurückrufen? Keineswegs, obwohl ich mich Tag und Nacht nach ihr sehne. Ihre königlichen Hoheiten, Herzogin Ludovica und Prinzessin Helene in Bayern. Tante Ludovica? Ich lasse bitten. Die war mit Nene bei der Königin von Sachsen und hat mir geschrieben, sie wird uns für einige Tage besuchen. Das freut mich. Liebe Tante Ludovica,
freue mich ganz besonders, dich in Wien begrüßen zu dürfen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Franz. Sophie! René? Grüß dich, meine Liebe. Schön, dass ihr den Umweg über Wien gemacht habt. Aber das ist doch selbstverständlich. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Seit deiner Hochzeit. Wo ist denn Sissi? Die ist nicht in Wien. Nicht in Wien? Ach, das ist aber schade. Tja, meine Liebe, wenn du die Kaiserin von Österreich besuchen willst, musst du nach Ungarn fahren. Dann nimm die Puppe mit, aber komm schnell. Liebling. Nana. Mein Schatz, wie geht's dir denn? Gut. Und du bist so schön. Und die Mami hat dich so lange nicht gesehen. Guten Tag, Baroni. Womit hast du denn gespielt? Mit Puppe. Mit welcher Puppe? Die. Mit der Großen? Komm, wir gehen spielen zu der Großen, ja? René ist sehr hübsch geworden. Ja. Warum hat sie eigentlich noch keinen Mann gefunden? Das weiß nicht mal ich als Mutter. Sie teilt nur Körbe aus. Ja. Wenn man einmal nahe daran war, Kaiserin von Österreich zu werden, ist das nicht sehr schwer zu verstehen. Hatte sie keine Hemmungen, Franz Josef wiederzusehen? Doch. Aber ich musste über Wien fahren. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen, Sophie. Hoffentlich nichts Unangenehmes. Na, angenehm ist es gerade nicht. Ja. Das habe ich mir gedacht. Also, was ist geschehen? Es ist schrecklich. Ludwig, unser Ältester, ist fest entschlossen, die Schauspielerin Henriette Mendel zu heiraten. Ja, ist er denn verrückt geworden? Der Kaiser von Österreich soll Schwager einer Schauspielerin werden? Das ist ja nicht auszudenken. Er hat sich ganz von uns zurückgezogen und lebt in seiner Studentenwohnung in München. Ja, da muss doch etwas geschehen. Ja, deswegen bin ich ja hier, um mich mit dir zu beraten, Sophie. Außerdem habe ich Max gesagt, er soll zu ihm gehen und ihm nochmal ins Gewissen reden. Ludwig, ich gehe heute nicht früher weg, bevor du mir dein Versprechen gegeben hast, dass du diese Henriette Mendel nicht heiraten wirst. Wenn es weiter nichts ist, Papa, dies Versprechen gebe ich dir gern. Ich kann sie nämlich gar nicht mehr heiraten. Nein? Weil wir schon längst miteinander verheiratet sind. Ludwig? Mach keine Witze. Mein voller Ernst. Wir haben schon vor 2 Jahren heimlich geheiratet. Und da sagst du uns allen kein Wort? Nene hat es gewusst. Nene hat es gewusst? Mit seinen eigenen Kindern ist man verraten und verkauft. Papa. Oh, verzeih. Nein, nein, bleib nur. Hier, lieber Vater, bringe ich dir meine Frau und meine Tochter. Ich bin sprachlos. Das kann ich mir denken, Königliche Hoheit. Siehst du? Das ist der Opa, von dem ich dir schon so viel erzählt habe. Schau ihn an. Jetzt hat er ein Kind und eine Frau auch noch. Kruzitocken. Schockschwere brennt nochmal. Wie heißt sie denn? Mariechen. Ja. Na, kommt her, alle miteinander. Mariechen. Hm? Herzig ist sie, herzig. Aber wie bringen wir das der Mama bei? Das musst du machen, Papa. Ich? Jawohl, ich muss das machen. Mir ist es vollkommen wurscht, ob du eine Mendel, Mondel oder Mandel heiratest. Entschuldigen Sie, ich meine, entschuldige. Eine bürgerliche heiratest, das wollte ich sagen. Kennst doch die Verwandtschaft. Tante Sophie. Wenigstens an Sissi hättest du denken können. Sie ist ja schließlich Kaiserin von Österreich. Sissi ist doch genauso wie du. Ja.
Den habe ich mir in Wien gekauft. Bezaubernd, königliche Hoheit. Seine königliche Hoheit, Herzog Max in Bayern. Das ist doch nicht möglich. Warum nicht? Bei mir ist alles möglich. Papa, ist das eine Überraschung? An Überraschungen sollte man sich in unserer Familie ja langsam gewöhnt haben. Gräfin, bitte verständigen Sie Mama. Gerne, königliche Hoheit. Was sagt Papa, was machst du denn in Wien? Das ist mein Geheimnis. Du hast ja auch Geheimnisse vor mir. Ich? Du hast mir nicht erzählt, dass der Ludwig verheiratet ist und ein Kind hat. Weil ich ihm versprochen habe, dass ich nichts sage. Ja. Ich muss mal jetzt den Kopf zerbrechen, wie ich der Mama beibringe. Wie ich... Ja, Max. Grüß dich, Vicker. Ist etwas geschehen? Aber nein, was soll denn geschehen sein? Ja, weil du so plötzlich in Wien bist. Aber deswegen muss ja nichts geschehen sein. Sehnsucht habe ich gehabt. Aber du hast doch gar nicht gewusst, dass wir hier sind. Na, gewusst habe ich nicht, aber gedacht habe ich es mir. Dann habe ich gesagt, weißt du, habe ich gesagt, fahrst ihnen entgegen. Zu wem hast du denn das gesagt? Zu mir, ihr redet ja immer gern mit mir. Aber, Max, du, da steckt bestimmt etwas dahinter. Aber nein, was soll dahinter stecken? Was wollt ihr eigentlich? Freut ihr euch gar nicht, dass ich da bin? Doch, doch, wir freuen uns sogar sehr. Du, Papi, heute ist dein Ball mir zu Ehren. Hey, 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 da muss ich die enge Uniform anziehen. Tu's doch, mir zuliebe. Die passt schon noch. Du, also erzähl, hast du mit Ludwig gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Na und? Und? Hast du was erreicht? Nein. Das heißt ja. Das heißt nein. Also was? Nein, also eigentlich doch. Er hat zu mir gesagt, ich verspreche dir, dass ich die Mendel nicht heirate, weil ich sie nämlich gar nicht mehr heiraten kann. Das hat er gesagt? Wirklich. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, ich glaube auch. Das ist ja großartig. Wo ist denn Sissi? Ich habe sie noch gar nicht begrüßt. Oh, da musst du nach Ungarn fahren. Was? Sissi ist gar nicht in Wien? Leider. Oh. Kriegt die Mami jetzt ein Kaffee? Bitte schön. Da möchte die Mami. Danke. Und ein bisschen Milch. Da ist die Milch. So. Dankeschön. Und Zucker auch. So. Vielen Dank. Ist der Kaffee gut? Wunderbar. Du, der ist wunderbar, der Kaffee. Das war ein sehr guter Kaffee. Darf ich Eure Majestät daran erinnern? Vielen Dank, ja. Dass heute das Fest bei Graf Andrasch ist. Ja, ich komme gleich. Mein Schatz, es gibt mir einen lieben Kuss, ja? Na, das war gar nichts. Noch einen. Ganz, noch einen. Ganz weg. Dankeschön. Und morgen spielen wir weiter, ja? Ja. Sag schön, lieb wohl. Lieb wohl. Ich freue mich schon sehr auf den heutigen Abend. Ich habe Graf Andrasch gebeten, einen echt ungarischen Abend zu arrangieren. Aber er sagt, das ist nichts für mich. Er hat gesagt, diese ungarischen Feste enden immer mit einem... Wie heißt das? Mit einem Mulatschak. Wissen Sie, was ein Mulatschak ist? Nein, Majestät. Aber vielleicht weiß es Oberst Böckel. Wieso Oberst Böckel? Er lernt Tag und Nacht Ungarisch. Er ist in die Tochter des Verwalters, in die kleine Margit verliebt. Der ist immer verliebt. Sagen Sie mir, er soll kommen. Ja, Majestät. Non so quanto bello, ciò che sto mi colmendo anche io. Che c'è, tanto? Verstehen Sie Deutsch? Müssen nicht alle verstehen, was wir reden. Was geschieht denn hier eigentlich? Darf nicht schauen. Warum? Das ist eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja, für mich? Heute ist dein Geburtstag und was ist heute? Dein Geburtstag, nicht? Geburtstag heißt das. Wie heißt das? Geburtstag. Geburtstag. Das ist aber lieb von dir. War das deine Idee? Na ja. Aber verdienst du gar nicht. Wieso verdiene ich das nicht? Nein. Das liebst du noch nicht. Margit, komm und wie. Dann schwöre, liebst du nicht andere Frau? Nein, schwören kann ich leider nicht. Aha. Gar nichts, aha. Die Frau, die ich liebe, ich meine die andere Frau, die ist ganz ungefährlich für dich. Die liebe ich nur so in meiner Fantasie. Okay? Also doch. Was heißt hier also doch? Ich weiß, welche diese Frau. So, du weißt, ja, wer das ist. Ich höre, für mich sage die Ilonka. Ilonka hat dir das ja, gesagt? Ja, von Ilonka, höre von die Kammerfrau. Was weiß eine Kammerfrau? Ja. Du liebst die Königin. Bist du wahnsinnig, wenn das jemand hört?
aber das stimmt. Natürlich, also gar nicht stimmt. Ich verehre die Königin, ich bete sie an. Und du liebst mich. Holgosch, halt bitte, sehr ruhig. Herr Oberst. Ja, Frau Gräfin? Sie möchten bitte sofort zu Ihrer Majestät kommen. Zu Ihrer Majestät? Ja, aber rasch. Ja, Margit. Geh weg, du falscher Mann. Pardon, wo habe ich denn meinen Helm, meinen Säbel? Ja, wo haben Sie denn? Bist du gekommen ohne Säbel? Au, ohne, ich hab's, draußen hab ich's. Wie so ein Plato schon. Befehl, Majestät. Oberst Böckel meldet sich zur Stelle. Ja, sagen Sie, Herr Oberst, wissen Sie, was ein Mullatschak ist? Befehl, Majestät. Nun, was heißt das? Ja, das ist schwer zu übersetzen, Majestät. Mullatschak, das ist die Bezeichnung eines Zeitraumes von einigen Stunden, in denen jeder Ungar glaubt, dass er im Himmel ist und dass alle Engel Zigeuner sind. Haben Sie so einen Mullatschak schon mitgemacht? Befehl, Majestät. Schon mehrere. Und? Majestät, auch ich war in diesen Stunden ein Ungar und im Himmel. Und so etwas will mir Graf Andrasch vorenthalten. Dankeschön, Herr Oberst. Sie können gehen. Jawohl, Majestät. Was haben Sie denn? Ich nichts. Er hat meinen Papagei. Meinen Handschuh, der Papagei. Der Wagen, Ihre Majestät, ist eben in den Park gefahren. Es ist gut. Liebe Freunde, ich habe euch für diesen Abend eine große Überraschung versprochen. Möchte euch aber nicht überrumpeln. Das ist nett von dir. Ich habe die große Ehre, euch mitzuteilen, dass ich noch einen hohen Gast erwarte. Wen denn? Es kommt Ihre Majestät, die Königin. Gut, dass du uns das sagst, Jula. Dann haben wir gerade noch Zeit, dein Haus zu verlassen. Das kannst du nicht tun. Das würde ein Affront sein, der nie wieder gut zu machen ist. Ich bleibe unter keinen Umständen. Und ich glaube, Chaki und Palfi sind meiner Meinung. Wir gehen. Aber ich bitte euch. Ihre Majestät, die Königin. Ich freue mich sehr, Graf Andrasch, Ihr schönes Schloss kennenzulernen. Ich bin glücklich, Eure Majestät in meinem bescheidenen Heim begrüßen zu können. Darf ich Eure Majestät noch mit einigen meiner Gäste bekannt machen, welche noch nicht die Ehre hatten, Eurer Majestät vorgestellt zu werden? Graf Charki. Graf Palfi. Graf Batiani. Graf Batian, ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Und nun, wo wir uns einmal die Hand gereicht haben, hoffe ich, dass wir Freunde werden. Darf ich Eure Majestät zu Tisch bitten? Ja, gern. Thank you.
Was sollen wir tun? Jetzt müssen wir selbstverständlich bleiben. Franz Karl, ich muss dringend mit dir sprechen. Was ist? Ist was geschehen? Was ist geschehen? Gar nichts ist geschehen. Mittanzen müsste man halt noch können. Das wär's. Eine kleine Tanzpause? Wir gehen in den Park. Der Mondschein ist so herrlich, weißt? Der Mondschein! Ja, 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 ja. Ich höre jetzt täglich besser. Ja, ich merke es. Ich muss ein bisschen Luft schnappen. Ja. Franz Josef ist heute besonders guter Laune. Ja. Ich nehme auf. Ich habe sie lange nicht so fröhlich gesehen. Was ist denn? Sind wir hier ungestört? Oh ja, ich glaube schon. Ja. Ich habe eine große Bitte an dich. Ja, bitte, bitte. Deswegen bin ich überhaupt nur nach Wien gekommen. Ich möchte dich bitten, ein gutes Wort beim Franzl einzulegen, damit eine junge Schauspielerin in den Adelsstand erhoben wird. Na bravo, deine Freundin, du bist ein Philologe. Nein, nein, was denkst du? Es handelt sich um die junge Dame, die mein Ludwig heimlich geheiratet hat. Der hat heimlich... Wie heißt sie denn? Mendel. Mendel? Wie der Julius? Mendel, Mendel. Ach so. Vielleicht kann er sie wenigstens zur Baronin machen, Herr Franzl. Ah ja, das richte ich dir schon. Ja. Ja. Was für einen Namen sollen wir ihr denn geben? Irgendeinen schön klingenden Namen. Darf dafür ein Hirschen bei mir schießen? Na du... Schießen tue ich nicht, ne? Gern lieber angeln. Du, ich habe da neulich einen Fisch, ja, geangelt, einen Waller. So groß im Wallersee. Wallersee, das wäre doch ein schöner Name für die Männer. Ja, so gut, nennen wir es Wallersee. Du, so groß war der. Fisch. Schön hast du es hier, Franz. Auch der Ball ist wunderschön. Und du bist seine Königin. Alle bewundern dich. Ich auch. Sag, Nene, warum hast du eigentlich noch nicht geheiratet? Warum stellst gerade du diese Frage an mich? Ich wundere, du siehst bezaubernd aus und hättest doch bestimmt schon oft Gelegenheit gehabt zu heiraten. Nene, was hast du? Habe ich dir wehgetan? Heute nicht. Verzeih, es war ungeschickt, dass gerade ich diese Frage an dich gestellt habe. Allerdings konnte ich nicht ahnen, dass es dir damals so nah gegangen ist. Ich dachte, es wäre eine Kombination unserer Mütter gewesen, die uns verheiraten wollten, ohne uns zu fragen. Das war es ja auch. Als ich damals mit Mama nach Ischl fuhr, mich mit dir zu verloben. Da wusste ich ja nicht mehr von dir, als dass du gut aussiehst und Kaiser von Österreich bist. Aber dann habe ich dich gesehen und näher kennengelernt. Und da fühlte ich, dass ich an deiner Seite glücklich werden könnte. Nee. Du ahnst ja gar nicht, wie unglücklich ich war, als ich plötzlich bemerkte, dass du Sisi liebst und nicht mich. Ich dachte, ich würde nicht mehr weiterleben können. Ich wusste nur eins, dass alles immer zusammenkommt. Ich weiß, dass ich dir das alles nicht sagen darf.
Ich wollte es dir ja auch nicht sagen. Nie. Ich würde nie mehr einen anderen Mann so lieben wie dich. Leb wohl, Franz. Fatjani ist ganz entzückt von der Königin. Wer ist nicht von ihr entzückt? Lieber Graf Fatjani, ich will mit Ihnen nicht über Politik sprechen. Denn davon verstehe ich nichts. Ich möchte nur versuchen, Gegensätze zu überbrücken. Nein, Majestät. Die Gegensätze, die unsere Länder trennen, sind unüberbrückbar. Meiner Ansicht nach gibt es keine unüberbrückbaren Gegensätze. Ich liebe eben mein Land. Ich liebe es auch. Und der Kaiser will und wird alles tun, um ihrem schönen Land den wahren Frieden zu geben. Wahren Frieden? Was ist das? Ordnung, Ruhe, Glück, Zufriedenheit. Genau das, was Sie und Ihre Anhänger anstreben. Haben Sie doch ein bisschen Vertrauen zu Ihrem König und zu Ihrer Königin. Oder glauben Sie, dass Sie das nicht können? Seit ich Eure Majestät kenne, glaube ich fast, dass ich Vertrauen haben könnte. Das ist schön, Graf Fatjani. Und jetzt weiß ich auch, dass das alles gut werden kann. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Darf ich Majestät bitten, mit mir den Palotasch zu eröffnen und damit mein Fest zu krönen? Endlich ein Mensch in diesem Kaiserhaus. Majestät! Sind Majestät schwindlig geworden? Nein, es ist nur dieses dumme Gefühl. Hat Majestät Schmerzen? Ja, seit der letzten Jagd. Majestät haben sich doch erkältet. Vielleicht. Es geht schon wieder vorüber. Gehen wir ein bisschen an die frische Luft, ja? Ja, Majestät. Wo ist denn Ihre Majestät? Ich weiß es nicht. Sie war doch eben noch hier. Ja, ja. Ich bin glücklich, dass Majestät sich so schnell erholt hat. Es ist schon wieder vorbei. Vielleicht war es Ihr Tokaier, der mir ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ja, das ist möglich. Er ist zu feurig. Ganz alter Jahrgang. Was werden Sie jetzt von Ihrer Königin denken? Was ich immer denke. Dass sie die schönste und bezauberndste Frau ist, die ich kenne. Und dass... Warum sprechen Sie nicht weiter? Ich darf nicht, Majestät. Sie wollten sagen, und dass Sie einen kleinen Schwips haben, nicht wahr? Nein, Majestät. Dann wünsche ich, dass Sie sprechen. Was wollten Sie sagen? Dass ich unsterblich verliebt bin in meine Königin. Aber Graf Andraschi. Ich liebe Eure Majestät. Vom ersten Augenblick an, wo ich Eurer Majestät gegenüberstand. Ich hätte nie gesprochen. Aber Majestät haben es mir befohlen.
Graf Andrasch, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze und wie sehr ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Sie haben dem Kaiser Ungarn gebracht. Sie haben durch Ihre Kraft und durch Ihre Klugheit den jahrzehntelangen Hass einer Nation in Liebe verwandelt. Sie waren mein einziger Freund, der einzige, auf den ich mich verlassen habe. Ich wäre unglücklich, wenn ich Sie als Freund und Ratgeber verlieren würde. Versprechen Sie mir, dass das nicht der Fall sein wird. Ich schwöre es, Majestät. Versprechen Sie mir, dass Sie alles, was Sie vorhin gesagt haben, vergessen werden. Alles. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, Majestät. Ich bin ratlos. Ich weiß keinen Ausweg. Dann werde ich einen finden müssen. Bitte stehen Sie auf, Graf Andrasch. Führen Sie mich zur Gesellschaft zurück. Kommt, darf ich um einen Zartasch bitten? Ja. Ich bin nur gekommen, Ihnen zu sagen, dass wir morgen früh abreisen. Wohin denn? Nach Wien. Auf lange Zeit? Das weiß ich nicht. Ich muss gleich zurück. Alles zur Abreise verhindern. Oh, ja, ich. Weil ich eine traurige Nachricht habe. Setz dich her. Wir reisen ab. Wann? Morgen früh. Und wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Nicht wann. Sonst weine ich auch. Du wirst mich vergessen. Nie. Oh ja. Wann du wirst sein abgerissen, dann du wirst mich vergessen. Nicht mehr. Ich bin ein Mensch, bin der auch noch so traurig. Bitte hör auf. Sagen Sie, Gräfin, haben Sie Gödeli auch so gern? Ja, Majestät. Ich habe nie geglaubt, dass mir der Abschied so schwer fallen würde. Es ist doch kein Abschied für immer, Majestät. Nein. Aber für sehr lange Zeit. Sorgen Sie dafür, dass die Pferde so rasch wie möglich gewechselt werden. Jawohl, Majestät. Wollen Majestät den Aufenthalt benutzen, um einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen?
Ja, höchstens ein Glas Milch. Befehl, Majestät. Komm, mein Kind. Na, komm schon. Du bekommst auch etwas zu trinken. Sind Sie der Wirt? Igen, ja. Wo ist das Gastzimmer? Da, bitte. Ist es leer? Nein, ein Gast sitzt darin. Der muss sofort heraus. Bringen Sie ein Glas Milch. Ein Glas Milch, bitte. Majestät, es ist noch ein Gast anwesend, aber ich werde sofort dafür sorgen, dass er verschwindet. Mein Herr, bitte, wollen Sie so rasch wie möglich dieses Zimmer verlassen? Hören Sie nicht, Sie sollen verschwinden. Majestät! Sissi! Wie kommst denn du hierher? Ich bin auf dem Weg nach Gödele, um dich zu holen. Wieso? Ist etwas geschehen? Nein, aber ich wollte zu dir. Und ich zu dir. Sie sieht ja prächtig aus. Ja, sie hat sich gut erholt. Herr Oberst. Majestät. Bitte gehen Sie mit der Kleinen ein bisschen an die Sonne. Jawohl, Majestät. Kaiserliche Hoheit, darf ich Sie auf den Arm nehmen? Was wollen Sie denn hier? Noch hat die Milch, bitte. Raus, gehen Sie weg, gehen Sie weg, bitte. Ja, die politische Situation momentan ist nicht sehr angenehm. Du siehst auch müde aus. Wahrscheinlich, weil ich letzte Nacht nicht geschlafen habe. Es war ein großer Ball für Nene. Nene ist in Wien? Ja. Ich bin gleich nach dem Ball abgereist. Ist Mama auch da? Ja, und Papi auch. Ach, Papi auch. Ich freue mich auf Sie. Du wirst sie nur, glaube ich, leider nicht mehr sehen. Sie sind heute Morgen schon wieder abgereist. Ach, das ist schade. Du, jetzt erzähl mir aber von dir, du. Du siehst auch abgespannt aus. Ja, ich habe die letzte Nacht auch nicht geschlafen. Unmittelbar nach dem Fest bei Andraschi bin ich abgereist. Du warst bei Andraschi? In seinem Haus? Ja. Ich wollte Patjani treffen und wir haben uns ausgesprochen. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden. Wie sieht denn Nene aus? Sehr hübsch. Heiratet sie nun endlich diesen Turn und Taxis? Ich weiß nicht. Sie sind doch nun schon fast 2 Jahre verlobt. Du. Lass mich bitte nicht mehr alleine. Bleib bei mir. Fahr nicht gleich wieder zurück nach Gödele. Nein, Gödele habe ich für ziemlich lange Zeit, hat ihr gesagt. Ich habe aber auch eine Bitte an dich. Hm? Nimm dir ein bisschen mehr Zeit für mich. Das verspreche ich dir. Jetzt, ja. Wenn wir in Wien sind, hast du alles vergessen. Wir fahren nicht nach Wien. Auch nicht nach Gödele. Wir fahren nach Ischl. Wir zwei, ganz allein. Wir stehen uns ein paar Wochen. Und die gehören nur uns. Schön. Mm. Die riechen gut. Und ob die gut riechen. Was ist denn das für ein Kind? Ich weiß nicht, Mama. Ist aber komisch. Wie kommt denn da ein fremdes Kind rein? Du, Mama hat das Kind schon gesehen. Kleine, du Mädele. Wem gehörst du denn? Was machst du denn hier? Wo ist deine Mami? Wo ist die Mami? Na wo? Lauf und hol die zwei. Na komm, jetzt gehen wir die Mami suchen, ja? Jetzt gehen wir sie suchen. Du magst?
Schau, da läuft ein fremdes Kind allein im Garten herum. Ja? Weißt du, wem das gehört? Na, irgendjemand wird schon gehören. Ich sehe aber niemand. So, jetzt komm. Hat Mama das Kind schon gesehen? Natürlich, Papa und ich haben alles wunderbar eingefädelt. Ich hab so Herzklopfen. Aber keine Angst, es wird alles gut. Wem gehörst du denn? Wie heißt du denn? Na, reden kannst noch nicht. Ja. Aber herzig ist es. Ja, sehr herzig. Ein liebes Mädchen. Was möchtest du denn? Eine Milch? Na, vielleicht komm. Lieber ein Bier. Okay, Max, du kommst ja. Bier, so ein kleines Kinderbier. Schau, das ist was für. Na, siehst du, Hunger hat sie. Mit. Och Gott, ist ja ein Schätzchen. Max, aber ein Kind in dem Alter, das fehlt uns eigentlich. Ja, unsere sind schon viel zu groß. Da hat eine Mutter gar nichts mehr davon. Möchtest du am liebsten drei behalten? Ja, möchte ich schon. Aber ich glaube kaum, dass die deine Eltern hergeben. Ich glaube auch nicht. Ludwig! Papa hat uns erlaubt, dich zu besuchen, Mama. Meine Frau Henriette, ich und Mariechen. Deine Frau? Du bist verheiratet? Und das ist dein Kind? Unser Kind. Und du hast das alles gewusst? Beruhige dich. Der Franzl weiß es auch. Deswegen war ich ja in Wien. Er hat sie in den Adelsstand erhoben. Sie ist jetzt eine Baronin. Attersee. Oh. Ach, was sag ich? Attersee. Wallersee. Im Attersee gibt's ja gar keine Waller. Das habe ich ganz allein gemacht. Das, ich bin sprachlos. Das darfst du nicht, denn du hast jetzt das Wort. Tja. Ich meine halt, wenn der Herrgott zwei Menschen so was Liebes geschenkt hat wie dieses Kind, dann will er damit sagen, dass sie zusammengehören. Grüß dich, Henriette. Pickel, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Hast du schon mehr als ich? Nein. Dann habe ich gewonnen. Ich gebe mich geschlagen. Fang mich auf! Sissi. Sissi. Um Gottes Willen, was ist dir denn? Ich weiß es nicht. Ich hatte schon ein paar Mal in Ungarn. Aber vielleicht bin ich den Hügel zu rasch heruntergelaufen. Ich bring dich schnell nach Haus, ja? Oh. Nein, nein, es ist schon wieder vorbei. Du, ich lasse sofort Hofrat Seeburger aus Wien kommen, oder? Oder noch besser, wir fahren so schnell als möglich nach Wien, ja? Komm. Sind die Ärzte noch bei Ihrer Majestät? Nein, Kaiserlichwort, aber das Konsilium ist noch nicht zu Ende. Dann sagen Sie Herrn Hofrat Seeburger, dass ich ihn nach dem Konsilium unverzüglich zur Berichterstattung erwarte. Jawohl, Kaiserlichwort. Die Beziehungen zwischen Österreich und Lombardo-Venetien sind augenblicklich nicht die besten, Majestät. Deshalb muss alles vermieden werden, was die Lage verschärfen könnte, umso mehr als Österreich nach dem letzten Krieg völlig isoliert dasteht. Ich glaube, das ist auch die Ansicht Eurer Majestät. Ja, natürlich, Exzellenz. Bitte erkundigen Sie sich doch noch einmal nach dem Befinden Ihrer Majestät. Jawohl, Majestät. Es tut mir leid, Exzellenz, dass ich heute Ihrem Bericht nicht so folgen kann, wie ich gerne möchte. Ich bin selbstverständlich Ihrer Ansicht, dass alles getan werden muss, um einen neuen Krieg zu vermeiden. Warum will man mir nicht sagen, was mir fehlt? Weil sich die Ärzte noch nicht im Klaren sind. Aber es ist bestimmt nichts Ernstes, Majestät. Und warum hat dann Hofrat Seeburger ein Konzilium von 4 Professoren einberufen? Majestät sollten sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich fühle ja selbst, dass etwas nicht stimmt mit mir. Immer dieser merkwürdige Schmerz. Und immer an derselben Stelle?
Es steht schlecht um die Gesundheit Ihrer Majestät. Herz? Lunge. Um Gottes Willen. Aber nur eine akute Affektion oder Anstecken? Ich bin verpflichtet, Eurer kaiserlichen Hoheit die Wahrheit zu sagen. Die Herren Professoren verlangen einen sofortigen Klimawechsel, haben aber auch dann nur wenig Hoffnung auf eine vollkommene Genesung. Selbstverständlich hat Ihre Majestät keine Ahnung von all dem. Wie soll ich nur dem Kaiser diese Schreckensnachricht beibringen? Die Wahrheit muss er ja erfahren. Auch die Eltern der Kaiserin müssen verständigt werden. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ratlos. Komm, geh zu Mathilde, hol den Ball, Marie. Da hast du den Ball. Hol den Ball. Hol ihn, komm. Hol ihn schön. Guten Abend, königliche Hoheit. Einen Brief aus Wien. Einen Brief aus Wien, das ist ja großartig. Danke sehr. Komm. Ein Brief von der Tante Sophie. Ja? Ja. Mariechen, wirf her. Komm, wirf zu mir, Mariechen, komm. Mariechen. Hol den Ball. Komm, Mariechen, komm. Hol ihn. Oh Gott. Das ist doch nicht möglich. Was ist denn, Mama? Max? Max? Was ist denn? Max! Hatte Mama? Ich glaube, das war eine schlechte Nachricht. Max, ein Todesfallsunglück. Sisi ist sehr krank. Sisi? Um Gottes Willen. Ist das nicht entsetzlich, Mann? Wo ist die Kleine? Ich habe die Kammerfrau schon verständigt, dass Eure Majestät die Prinzessin zu sehen wünscht. Verzeihung, Herr Hofrat. Ja? Verzeihung, wie geht es Ihrer Majestät? Leider nicht gut. Entsetzlich. Guten Tag, Herr Hofrat. Ich gehe jetzt zum Kaiser, um ihm die volle Wahrheit zu sagen. Eine harte Pflicht, kaiserliche Hoheit. Weiß Gott. Ich werde Ihrer Majestät heute gestatten, wenigstens für eine Stunde das Bett zu verlassen. Ich fürchte, dass sonst zu allem Übel noch schwere Depressionen kommen könnten, was natürlich den Zustand der Armen und Kranken verschlimmern würde. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Herr Hofer. Armes Geschick. Wohin wollen Sie denn? Ihre Majestät wollte Ihre kaiserliche Hoheit sehen. Bringen Sie die Prinzessin auf Ihr Zimmer und warten Sie auf meine weiteren Befehle. Jawohl, kaiserliche Hoheit. Mami geht. Ein anderes Mal, mein Kind. Mami schläft jetzt. Mami. Ich darf wirklich aufstehen, Herr Hofer? Ja, Majestät. Eine Stunde. Dann möchte ich den Kaiser überraschen. Er wird sich sicher freuen, wenn er sieht, dass ich wieder gesund bin. Bestimmt, Majestät. Gräfin, bitte bringen Sie mir den Schlafrock. Und Oberst Böckel soll die Wache im Korridor abtreten lassen. Jawohl, Majestät. Herr Oberst, Ihre Majestät wünscht, dass Sie die Wache im Korridor abtreten lassen. Jawohl. Wache, abtreten, marsch!
Ich fühle mich doch noch etwas schwach, aber ich glaube, das kommt vom langen Liegen. Bringen Sie Nachrichten von Sissi, Mama? Ja. Wir sprechen uns später. Geht es dir besser? Mein lieber Franz, ich kämpfe schon tagelang mit mir, weil ich dir etwas sehr Trauriges mitzuteilen habe. Und mir immer überlege, wie ich es dir am besten sagen könnte. Was ist los, Mama? Komm. Setz dich zu mir. Sie können mich schon allein lassen, Gräfin. Jetzt geschieht mir bestimmt nichts mehr. Sissi ist sehr, sehr krank. Und die Ärzte befürchten... Was befürchten die Ärzte? Die Ärzte befürchten, naja, schließlich musst du es einmal erfahren. Die Ärzte befürchten, dass es keine Rettung mehr für Sissi gibt. Das ist doch nicht möglich. Was fehlt dir denn, um Gottes Willen? Sissi ist lungenkrank. Und die Ärzte meinen, sie müsse unverzüglich in ein anderes Klima gebracht werden. Weil es geradezu sträflich wäre, wenn man sie länger in deiner Nähe und in der Nähe des Kindes lassen würde. Ich weiß, es ist hart, Franz. Sehr hart. Aber schließlich bist du es als Kaiser deinem Land und auch deinem Kind schuldig. Du musst jede Zärtlichkeit mit Sissi vermeiden. Wissen Sie, was Sie von mir verlangen, Mama? Ich liebe Sissi mehr als mein Leben. Das weiß ich, Franz. Trotzdem musst du bedenken, dass jeder Kuss von ihr ansteckend ist. Und dass man auch das Kind vor ihren Küssen schützen muss. Du musst auch noch an andere Dinge denken, Franz. Auch wenn es gefühllos scheinen mag, davon zu sprechen. Das Land verlangt eine gesunde Kaiserin. Und gesunde Kinder. Und vor allem einen gesunden Thronfolger. Und wenn es wahr werden sollte, was die Ärzte befürchten, dass Sissi diesen Winter nicht überlebt, müssen wir uns jetzt schon damit befassen, wer als deine Frau in Frage kommt. Ich verbiete Ihnen, so herzlos zu reden, Mama. Sissi lebt und sie wird mit Gottes Hilfe wieder gesund werden. Und wenn es dem Allmächtigen gefallen sollte, mir das Liebste zu nehmen, was ich im Leben habe, dann werde ich nie, nie wieder heiraten. Auch wenn das Land keinen Thronfolger bekommt. Du hast kein Recht, an dich zu denken, sondern nur an die Dynastie und an dein Haus. Vergiss nicht, was ich für Opfer gebracht habe, um die Dynastie Habsburgs zu erhalten. Ich habe zu deinen Gunsten auf den Thron verzichtet. Das haben Sie mir schon 100-mal gesagt, Mama. Und ich wünschte, Sie hätten nicht darauf verzichtet. Dann wäre mir viel erspart geblieben. Ich wäre bestimmt glücklicher geworden. Das also ist der Dank für alles, was ich für dich getan habe. Ich habe mich nie danach gesehnt, Kaiser zu werden. Nur meine Pflicht getan, als ich Kaiser wurde. Das einzige Glück in meinem Leben war Sissi. Und wenn sie nicht mehr ist, wird alles sinnlos. Jetzt hast du wie ein braver Bürger gesprochen, aber nicht wie ein Kaiser.
Arzt hat mir erlaubt, eine Stunde aufzustehen. Ich wollte dir eine Freude machen und dich besuchen. Ich hab dich gar nicht hereinkommen gehört. Ich stand dort in der Tür. Seit... Ich meine... Wie lange... bist du dort gestanden? Gerade lange genug, um alles zu hören, was ich vielleicht hören musste. Aber mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde wieder gesund werden. Und wenn Gott will, auch einem gesunden Tonfolge das Leben schenken. Ich werde dorthin gehen, wohin mich die Ärzte schicken und alles tun, was sie von mir verlangen. Und immer daran denken, dass ich dich nicht unglücklich machen darf, weil du mich liebst. Seine Majestät? Ja, seine Majestät hat den hiesigen Gärtner beauftragt, eurer Majestät täglich die schönsten Blumen zu bringen. Wenn ich nur wüsste, wie ich dem Kaiser eine Freude machen kann. Indem Majestät so schnell wie möglich gesund werden. Ja. Wenn das in meiner Macht stünde. Schon wochenlang hier und mein Zustand hat sich immer noch nicht gebessert. So schnell geht das nicht, Majestät. Majestät müssen sich erst an das Klima gewöhnen. Ich glaube eher an den Gedanken, nie wieder gesund zu werden. Aber Majestät... Ja. Ich weiß schon, wie es um mich bestellt ist. Ich weiß genau. Was hast du denn, Mama? Ach, nee. Ich hab keine Ruhe. Ich muss zu Sissi. Die Arme sitzt in Madeira und denkt wahrscheinlich den ganzen Tag nur an ihre Krankheit. Ja. Das Schlimmste in einem solchen Zustand. Eben. Sie braucht jetzt jemanden, der sie aufrichtet, der ihr Mut zuspricht, ihr neuen Lebenswillen gibt. Ach, ich weiß bestimmt, ich könnte ihr jetzt sehr helfen. Lieber Hofrat, bringen Sie mir gute Nachrichten. Geht es der Kaiserin besser? Es tut mir leid, Majestät enttäuschen zu müssen. Aber der Gesundheitszustand Ihrer Majestät ist unverändert. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe gehört, dass Dr. Seeburger angekommen ist. Da wollte ich fragen, was er für Nachrichten bringt. Schlechte. Immer noch keine Besserung. Leider nein, kaiserliche Hoheit. Zu all dem Übel ist noch eine starke Depression hinzugekommen, die zu den schlimmsten Befürchtungen Anlass gibt. Entsetzlich. Majestät. Schon wieder ein Geschenk von seiner Majestät. Es ist rührend, wie mich seine Majestät verwöhnt. Jeden Tag ein neues Geschenk. Jeden Tag Blumen. Es
könnte alles so schön sein. Es wird wieder schön sein, Majestät. Ich glaube nicht mehr an Prophezeiungen, Gräfin. Eine Zigeunerin hat mir einmal prophezeit, dass ich immer gesund und immer glücklich sein werde. War ich eigentlich immer glücklich? Man darf nicht undankbar sein. Man darf sich nicht versündigen. Ich war schon sehr oft im Leben glücklich. Und manchmal muss eben ein Schatten kommen. Sonst wüsste man die Sonne gar nicht mehr zu schätzen. Stimmt. Mama, Liselein, Mami. Mein Kind. Mein Schatz, mein Liebling, wie geht's dir denn, Mami? Wie kommst denn du hierher? König Ludwig hat mir seine Yacht zur Verfügung gestellt, damit ich dich besuchen kann. Schön, dass du da bist. Ich habe solche Sehnsucht nach dir gehabt. Wollte dir nur nicht schreiben, dass du kommen sollst wegen dieser langen Reise. Aber mein Kind, ich wäre doch zu dir gekommen, wenn du 10-mal so weit weg gewesen wärst, weil ich weiß, dass du mich jetzt brauchst. Wie geht es dem Papili? Und Nene und den Kindern? Ach, die wären am liebsten alle gleich mitgekommen. Gräfin, bitte richten Sie für Ihre königliche Hoheit Ihr Zimmer her. Ja, Majestät. Ja, dann nehmen Sie doch bitte gleich meine Sachen mit. Bitte, königliche Hoheit. Danke sehr. Ach, schön hast du's hier. Ein herrliches Stück Erde, dieses Madeira. Ja, ich kenne nur noch gar nichts von Madeira. Den ganzen Tag liege ich hier und kenne nur den einen Blick, da aufs Meer hinaus. Ja, das habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich hier. Ich werde dich jetzt ein bisschen aufrichten. Ja? Du musst dich etwas ablenken, nicht immer grübeln. Ein bisschen Bewegung machen. Ja, weißt du, ich bin immer so müde. Die Müdigkeit geht vorüber, mein Schatz, du wirst sehen. Am ersten Tag gehen wir ganz wenig. Am zweiten schon etwas mehr. Und dann wirst du überhaupt nicht mehr an deine Krankheit denken. Das ist sehr wichtig. Schau zum Beispiel die Bürgersfrauen. Die sind auch oft krank und müssen dabei arbeiten. Und manchmal so schwer, dass sie ihre Krankheit ganz vergessen. Und plötzlich sind sie wieder gesund. Ja? Vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich mich wirklich ein bisschen zu sehr gehen lassen. Bestimmt. Also ab morgen wird marschiert. Erst schauen wir uns den Ort an und dann die ganze Insel. Siehst du, da drüben liegt Frankreich, Portugal, Spanien, ganz, ganz weit. Siehst du, da drüben? Wie weit ist das Wien? Das siehst du, mein Schatz. Jetzt kannst du schon auf einen Berg steigen. Ja, schwer, aber es geht. Da ruh dich ein bisschen aus. Das sind Bananen, ich muss mir eine holen. Halt, halt! Langsam, langsam. Wir haben ausgemacht, alles mit der Ruhe. Jawohl, Herr Hofer. Bom dia, senhor. Bom dia. Gutes Appetitos. Obrigado. Verzeihen Sie bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. No, compro libros. Nein, ich meine bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch und ich möchte gern ein... No, compro libros. Was wollen Sie denn? Sie sprechen Deutsch? Das ist ja wunderbar. Bitte helfen Sie mir. Gerne. No, compro libros. Der Mann sagt, er will nicht kaufen. Aber ich will ja nichts verkaufen. Im Gegenteil, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. Und das möchte ich tauschen gegen ein Wörterbuch Deutsch-Portugiesisch. Ach so. O senhor deseja trocar o dicionário mal húngaro por dicionário mal português? Portugiesisch. Não, tenho dicionário. Er sagt, er hat kein Wörterbuch. Oh, so ein Pech. Sagen Sie, kennen Sie nicht einen Sprachlehrer, bei dem ich Portugiesisch lernen könnte? Ja, bei mir. Was?
Bei Ihnen? Mhm. Ich bin Studentin und gebe deutsche Sprachunterricht. Was, wann könnten wir denn da anfangen? Wann Sie wollen. Sofort. Bitte dann sofort, ja? Ja, und wo? Soll ich zu Ihnen kommen? Oder wollen Sie kommen zu mir? Einmal so und einmal so. Im Augenblick würde ich bitte vorschlagen, eine Stunde auf dem Meer, ja? Costaria tambe muito de passar un moro no mar. Was heißt denn das auf Deutsch? Einverstanden. Hab ich gewusst? Ich verstehe das. Ja, darf ich bitten? Oh. Hey, una otra cosa. No compro libros. Hey. Wovon träumst du? Weißt du, das ist so merkwürdig. Ich finde plötzlich alles so schön. So? Der Garten, die Blumen, das Meer. Das siehst du. Und früher hast du das überhaupt nicht gesehen. Jetzt könnte ich stundenlang hier stehen und das Meer anschauen. Ich möchte am liebsten eine lange, lange Seereise machen. Was hast du von deinem Papa? Der hat mich auf kreuz und quer durch die Meere gejagt. Und je stärker der Wellengang war, desto mehr war er in seinem Element. Mir war immer totenübel, aber er hat geschwächt. Ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres und Aufregenderes als das Meer. Weißt du, ich habe jetzt so viel über Griechenland gelesen, über Korfu und Athen. Ich möchte das alles zu gerne einmal sehen. Ja, fahren wir doch hin. Du, Mami, das machen wir auch. Mein Kind, ich bin so glücklich. Du bist nicht wiederzuerkennen. Weißt du, dass du seit Wochen nicht einmal von deiner Krankheit gesprochen hast? Ja, und jetzt macht sie schon Reisepläne. Du bist auch der beste Arzt für mich. Hoffentlich. Danke. A sua saúde. A sua salute. Nein, saúde. Ah, saúde. Prost. Saúde. Und jetzt werden wir arbeiten. Wunderbar. Na, nicht so. Na? Moment. Oh. Wie heißt? Ich möchte trinken. Desejo beber. Gut. Und wie heißt denn? Ich gehe heute am Meer spazieren. Wo darum passeio? Oje a beira mar. Wunderbar. Und wie heißt? Psst. Jetzt frage ich, wie heißt ich liebe dich? Das ist nicht so wichtig. Oh, das ist sehr wichtig. Mhm. Doch, sehr. Na, na. Amote. Aber wieso wissen Sie denn das? Ah, das ist der Satz, den ich in jeder Sprache zuerst kann. Amote. Herr Oberst. Moment. Also. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Herr Oberst, wenn ich störe. Aber man hat mir gesagt, dass ich Sie hier antreffe. Ja, bitte, was ist denn? Sie müssen sofort kommen. Wir reisen ab. Schon wieder? Ja, wohin denn? Nach Griechenland. Nach Griechenland. Gräfin, bitte, Sie wissen doch, wie ich unsere Kaiserin vergöttere. Aber mit Ihrer ewigen Reiselust, da bringt sie mich langsam zum Wahnsinn. Aber Herr Ober... Kaum konnte ich Ungarisch, fuhren wir nach Madeira. Jetzt kann ich Portugiesisch, jetzt soll ich wieder Griechisch lernen. Ich bin überzeugt, Sie werden in Athen eine ebenso hübsche Lehrerin finden wie hier und in Ungarn. Glauben Sie? Sicher. Und jetzt beeilen Sie sich und nehmen Sie Abschied. Nicht traurig sein. Sie haben leicht lachen. Auf Wiedersehen. Was heißt schade? Kepena. Kepena. Amote. Aber ich muss fort. Ich weiß. Nicht weit. Nein, nein. Gewaltiger Eindruck. Unbeschreiblich.
Ich habe eine solche Ehrfurcht vor diesem Land und seiner Kultur. Schau nur, diese herrlichen Säulen. Wunderbar. Die Reinheit der Architektur. Und da dieser wundervolle Blick. Herr Oberst, sind Sie auch so begeistert wie ich? Ich bin erschüttert, Majestät. Wenn man bedenkt, das Ganze wurde 500 Jahre vor Christi Geburt gebaut. Was müssen das für Künstler, für Baumeister gewesen sein? Ja, da haben Sie wohl recht. Schon wieder ein Brief von Sissi. Schreibt sie schon fast jeden Tag. Na bravo, was schreibt sie denn? Na, so etwas. Weißt du, wo Sissi jetzt ist? In Korfu. In Korfu? Was macht sie denn in Korfu? Nicht vorher geschrieben, weil ich befürchte... Geh bitte, lies doch ein bisschen lauter, ich möchte auch was hören. Ich habe dir von meiner Absicht, nach Griechenland zu reisen, nicht vorher geschrieben, weil ich befürchtet habe, dass du mir aus Besorgnis um meine Gesundheit abraten würdest. Aber die Reise hat mir sehr gut getan und ich bin glücklich, dass ich da bin. Aber du und unsere Kleine, ihr müsstet natürlich hier sein. Ich habe hier ein entzückendes Haus gefunden, das ich kaufen und mit altgriechischen Kunstwerken schmücken möchte. Sie kauft schon wieder ein. Na, bravo. Du bitte schreib ihr, sie soll auch für mich ein Zimmer einrichten. Aber bitte nicht griechisch. Bequem. Du, nach dem Brief zu schließen, muss es Sissi schon viel besser gehen. Er sprüht geradezu vor Optimismus und Lebensfreude. Wartest du schon lange? Nein, nein. Aber wir haben höchste Zeit, sonst versäumen wir das Schiff. Ja, ja. Ich verstehe nur nicht, wo Gräfin Belgard so lange bleibt. Gräfin Belgard, einen Augenblick bitte. Ich habe keine Zeit, Ihre Majestät erwartet mich, ich bin in höchster Eile. Es ist aber wichtig. Ja. Hofrat Seeburger ist eben angekommen, er will Ihre Majestät unbedingt heute noch untersuchen. Aber das geht doch nicht, Ihre Majestät will doch nach Athen fahren. Ich weiß es, bitte es Ihrer Majestät trotzdem zu melden. Ja, ja, das werde ich tun. Bitte. Oh. Aber Herr Oberst. Aber Herr Oberst, es kann jedem passieren, aber Herr Oberst. Ah, wer ist denn das? Ja, wer bist denn du, mein schönes Kind? Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wenn das Katalaveno. Ah, ja, ja, wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Wie heißt du? Wenn das Katalaveno. Alexandra? Andromache? Iphigenie? Helena. Helena. Helena, die schöne Helena. Oh. Ah! Oh, das geht besser, ja. Oh. Orea, Senine? Orea. Orea. Ah, das heißt schön, ja. Schön. Du, Orea, Helena. Er hat mich schon verstanden. Ich kann Griechisch. Bin ein Genie. Ja, Gräfin, wo bleiben Sie denn so lange? Wir warten schon. Majestät, ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Aber Oberst Böckel hat mir eben mitgeteilt, dass Hofrat Seeburger eingetroffen ist, um Eure Majestät zu untersuchen. Haben Sie ihm nicht gesagt, dass ich jetzt keine Zeit habe? Wir versäumen doch das Schiff. Aber Sissi, Hofrat Seeburger hat sicher den Auftrag, sofort Bericht nach Wien zu geben. Franz würde sich bestimmt ängstigen, wenn er keine Nachricht bekäme. Tja... Na schön, nehmen wir das nächste Schiff. Ja. Kommen Sie, Gräfin. Ich warte auf der Terrasse. Ja, Mama. Grüß Gott, Herr Hofrat. Haben Sie eine gute Reise gehabt? Danke, Majestät. Seine Majestät hat mich beauftragt, die schönsten Grüße zu überbringen und sofort Nachricht von dem Befinden Eurer Majestät zu geben. Ja, ist gut. Dankeschön. Aber bitte machen Sie rasch, Herr Hofrat. Ich möchte mit Mama nach Athen fahren. Jawohl, Majestät brauchen sich nur den Rücken frei zu machen. Gräfin, bitte machen Sie mir das Kleid auf. So, bitte, Herr Hofer. Danke. Darf ich bitten, Majestät, zu husten? Bitte nochmals.
merkwürdig. Wie lange sind Majestät eigentlich in Korfu? 3 Monate. Warum? Unverständlich. Hat sich meine Krankheit verschlechtert? Im Gegenteil. Ein Mirakel. Majestät sind vollständig gesund. Nein. Herr Doktor, bitte würden Sie noch einmal hören. Ich möchte noch einmal tief atmen. Aber gern. Hören Sie etwas? Nichts. Nichts? Nichts. Wirklich nichts? Wie? Herr Hofrat, Herr Hofrat, ein Moment bitte. Was hast du denn? Mami! Mein Kind! Um Gottes Willen! Geht's dir nicht gut? Mami! Was? Ich bin gesund! Was? Ja, ich bin gesund! Oh, ich bin Gott! Gesund. Oh Gott! Franz, verzeih, aber ich muss die erste Seite dir das sagen. Was ist denn? Ein Wunder ist geschehen. Sissi ist gesund. Sissi? Du, das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ich fahre selbstverständlich sofort entgegen. Am liebsten würde ich mitkommen. Ich bitte um die Erlaubnis, zu der Genesung Ihrer Majestät meine aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen zu dürfen. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Majestät, darf ich ebenfalls von ganzem Herzen meine Glückwünsche zum Ausdruck bringen? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Auch der Gedanke Eurer Majestät, Ihrer Majestät entgegenzureisen, ist von größter politischer Bedeutung. Genau dasselbe wollte auch ich sagen. Wenn man zum Beispiel dieses Wiedersehen mit einem offiziellen Besuch in Mailand und Venedig verbinden würde, so wäre dies ein wunderbarer Schachzug, der sich auf die Beziehung Österreichs zu Lombardo-Venetien nur günstig auswirken würde. Majestät geruht noch selbst einmal zu sagen, dass der Liebreiz Ihrer Majestät dem Lande mehr genützt habe als die Armee mit allen ihren Generälen. Ja, aber Exzellenz scheinen zu vergessen, dass sich Ihre Majestät unmittelbar nach einer schweren Krankheit befindet und dass sie den Strapazen einer repräsentativen Reise gar nicht gewachsen wäre. Gewiss, Majestät. Aber die Beziehungen zwischen Österreich und Lombardo-Venetien sind augenblicklich so schlecht, dass man jedes Opfer bringen müsste, um dieselben zu verbessern. Tja, ich muss dem Herrn Minister recht geben, mein lieber Franz. Wenn du Elisabeth entgegenfährst, muss diese Reise einen offiziellen Charakter haben. Ja, aber Mama... Ich weiß, was du sagen willst, Franz. Sissi braucht bestimmt noch Erholung. Aber sie ist eine Kaiserin. Und die erste Pflicht einer Kaiserin ist, alles zu tun, was einem Lande zum Wohle gereicht. Meine Herren, ich bin mehr als bestürzt. Die italienische Bevölkerung ist derart anti-österreichisch eingestellt, dass ich für den Besuch des Kaiserpaares die schwersten Bedenken habe. Und ich habe sie nach Triest gebeten, um mit ihnen zu beraten, welche Vorkehrungen wir angesichts dieser kritischen Situation zu treffen haben. Bitte nehmen Sie Platz. Ich glaube, Kaiserliche Hoheit, sehen dazu schwarz. Außerdem ist daran gar nichts mehr zu ändern. Der Besuch ist angekündigt, also muss er stattfinden. Im Übrigen verlasse ich mich auf unsere schöne Kaiserin. Die hat mit ihrem Charme auch die Ungarn um den Finger gewickelt. Lieber Gavzetta, Italiener sind keine Ungarn. Bitte, Kaiserliche Hoheit, welche Stadt soll die erste sein, die das Kaiserpaar besucht? Vorgesehen ist Mailand. Na also, da kann ja gar nichts passieren, Kaiserliche Hoheit. Da machen wir ganz einfach in der Mailänder Scala eine schöne Vorstellung, gleich darauf einen Empfang mit einem guten Essen und alles ist in Butter. Oh, Papa,
terra, buona terra. Vuoi mangiare? No, 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 no. Che mangi? No, mangi. Non fa niente, sì. Grazie. Prego, sì. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Oh, guten Abend, Exzellenz. Buonasera, Filippo. Buonasera, come stai? Bene, bene, e tu? Grazie, bene. Bene. Sagen Sie, was sind denn das für Leute? Exzellenz, ich wollte es eben melden. Es sind durchwegs Diener, Zofen, Köchinnen, Stallpagen und Portiers. Ja, wisst ihr das nur möglich? Die vom Generalgouverneur zu der heutigen Gala-Vorstellung geladenen italienischen Aristokraten haben ihnen übersandte Einladungen ihrem Personal übergeben. So ein Affront. Ich habe die Frau meines Portiers hingeschickt. Und ich meinen Koch. Und ich meinen Kutscher. Carlo wird uns ja alles erzählen. Wieso? Oh, Carlo. Ich habe ihm gesagt, er muss in die Oper gehen, um uns alle Details genau berichten zu können. Das ist ja großartig. Buonasera. Wissen Sie, Carlo, dass Sie heute der einzige italienische Aristokrat hier in der Scala sind? Das habe ich schon gewusst, bevor ich hergekommen bin. Das haben Sie gewusst? Exzellenz, ich bin auf das Äußerste bestürzt. Was gibt's denn schon wieder? Die Leute haben etwas vor. Sie wollen die Anwesenheit des Kaiserpaares zu einer Kundgebung benutzen. Und das Orchester der Scala soll mit im Bunde sein. Ja, inwiefern? Das habe ich nicht erfahren können. Lassen Sie sofort den Kapellmeister kommen. Jawohl. Den Kapellmeister. Jawohl. Der Mann ist sofort zu verhaften und durch einen absolut zuverlässigen Mann zu ersetzen. Exzellenz, ich würde davon abraten. Die Musiker spielen dann womöglich überhaupt nicht. Ja, was können Sie denn nur vorhaben? Vielleicht werden Sie sich weigern, beim Eintritt des Kaiserpaares die österreichische Hymne zu spielen. Und das wäre denn doch. Die Leute mussten ihrer Herrschaft versprechen, dem Kaiserpaar jedwege Ehrenbezeigung zu verweigern. Das gibt's doch nicht. Sie werden sehen, wie es das gibt. Exzellenz, Ihre Majestäten sind eben eingetroffen. Danke. Was ist das? Der Freiheitschor von Verdi aus der Oper Nabucco. Das ist infam! Das ist ja Hochverrat. Lass den Kapellmeister sofort verhaften. Zu Befehl. Mein Gott, der Gatte hat meine Zofe, meine Köchin und alle unsere Diener hingeschickt. Jetzt muss ich alles selbst machen. Ich war schon zum dritten Mal im Keller. Ach, dabei wäre ich so gern in die Oper gegangen. Aber Beatrice... Naja, einmal kommt ein Kaiser nach Mailand. Ein junger Kaiser. Ich muss hier sitzen. Du bist doch schließlich Italienerin. Nein, ich bin keine Italienerin. Ich bin ein Mischwerk. Naja, ich bin in Ungarn geboren. Meine Mutter war Polin, mein Vater war Russe, meine Großmutter war Schwedin. Ein Großonkel von mir soll sogar Eskimo gewesen sein. Ach, oh, Joistene, jetzt habe ich mir den Nagel abgebrochen. Ich muss
Kaiserin applaudiert? Der Kaiser auch? Das ich habe nicht erwartet. Soll ich jetzt mit Ihnen kommen? Beginnen Sie mit der Oper. Bitte. Exzellenz. Ja, was ist denn? Auf Befehl Ihrer Majestät hat der Empfang nach der Oper stattzufinden. Was? Mit diesen Leuten? Mit diesen Leuten. Die Kaiserin steht auf dem Standpunkt. Für Sie sind nur die Personen anwesend, die offiziell eingeladen wurden. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Principessa Corini. Ich freue mich, liebe Prinzessin, Sie kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Principe Colonna. Contessa Cellini. Ich freue mich, liebe Contessa, Sie hier zu sehen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Seine Exzellenz Minister außer Dienst Orlando. Marchesa della Torre. Principe Aldo Brandini. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Hallo. Ja, also, endlich. Da ist er ja. Also, wie war's? Fantastisch. Ach, ist jetzt nicht. Erzähl, was war fantastisch? Na, die Mariari, die hat gesungen. Oh, grandios. Und der Toscari. Aber uns interessiert doch nicht, wie die Oper war. Nein, was war mit der Kaiserin? Ja, die Kaiserin, na, die hat ausgesehen. Wie ein Traum. Und ein Kleid hat sie angehabt. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und der Kaiser? Was hat der angehabt? Uniform natürlich. So, und wie hat er ausgesehen? Großartig. Na, siehst du. Wir wollen doch nicht wissen, wie sie ausgesehen haben. Ja. Wir wollen wissen, ob das Kaiserpaar das Theater gleich verlassen hat, wie es unsere Leute gesehen hat. Im Gegenteil, sie sind bis zum Schluss geblieben. Aber sie sind geblieben? So. Nass, der Kaiser auch. Natürlich, na, und der Empfang nachher, also der war einfach phänomenal. Ja, der Empfang hat stattgefunden. Ja. Waren denn unsere Leute auch bei dem Empfang? Na, alle. Nur wir waren nicht. Na, und eure Domestiken waren zum Schluss von der Kaiserin ebenso hingerissen wie ich. Im Übrigen werdet ihr morgen alle in der Zeitung stehen. Was heißt das? So? Natürlich nur diejenigen, die der Kaiserin vorgestellt wurden. Wir vorgestellt? Wieso? Wir waren doch alle hier. Ja. Ja, das war eine merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, war es ein Versehen oder ein Missverständnis, aber alle eure Leute wurden unter euren Namen vorgestellt. Oh. Was? Meine Köchin wurde unter meinem Namen vorgestellt? Und meine Portiersfrau unter meinem? Ganz richtig. Die Kaiserin war sogar besonders huldvoll. Zu deiner Köchin zum Beispiel hat sie gesagt, meine liebe Prinzessin, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ich bin wirklich glücklich, Sie endlich kennenzulernen. Na bitte, jetzt glaubt die Kaiserin, ich sehe aus wie meine Köchin. Ja, Liebling, das ist doch ganz egal. Nein, das ist nicht egal. Warum soll sie irgendwie in unseren Verwandten erzählen, dass ich so in die Breite gegangen bin? Ich, wo ich so eine Taille habe. Etwas verblüfft war der Kaiser allerdings über das Aussehen deines Kutschers, der ihm als Principe Orlando vorgestellt wurde. Also jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit. Wir gehen alle zu dem nächsten Empfang und klären diesen Irrtum auf. Und ja, dazu werdet ihr leider keine Gelegenheit mehr haben, denn das Kaiserpaar verlässt morgen früh Mailand und begibt sich wohin? Nach Venedig. Thank you.
demonstrative Schweigen ist vernichtender als ein Attentat. Du darfst dich über die Einstellung dieser Menschen nicht wundern. Sie kennen deinen Namen nur von Todesurteilen, die andere für dich gefällt haben. Ja, du hast recht, es sind zu viele Fehler begangen worden. Radetzky war zu hart, mein Bruder zu tolerant. Deshalb habe ich dir auch von dieser Reise abgeraten. Ich wollte dir diese Demütigung ersparen. Das Schlimmste kommt erst. Der Weg von der Piazzetta zur Markuskirche. Ich wollte, ich könnte es dir ersparen. Mach dir darüber keine Sorgen, Franz. Der Weg nach Madeira war schmerzlicher. Und ich bin ihn gern gegangen. Für dich. Was für eine Frau hat der Himmel mir geschenkt. Das ist unser Kind. Das ist meine Überraschung. Dass ich dich wieder habe. Mein Schatz. Du bist ja so groß geworden. Du, jetzt geht die Mami nie mehr weg. Nie mehr. E viva la mamma! E viva! E viva! Thank you.
Verzeihen Sie, Eminenz, dass ich Sie nicht zuerst begrüßte, aber ich wusste nicht, dass ich in diesem Leben mein Kind noch einmal sehen werde. Und ich war so glücklich darüber. Selig sind die Menschen, deren Herzen vor Freude überströmen. Denn diese Freude kommt von Gott.